Ja, also ich stehe heute an einem ganz besonderen Ort. Da unten fließt der Neckar und das kleine Städtchen, das man da unten sieht, das ist Neckarsteinach. Und der ein oder andere von euch hat vielleicht schon mal gehört, Neckarsteinach, vielleicht klingelt da was. Neckarsteinach ist bekannt für eine der einmaligen Sehenswürdigkeiten von Deutschland. Hier in Neckarsteinach befindet sich der Vier-Burgen-Blick. Hinter mir ist die Unterburg. Dann da hinter den Bäumen, ich weiß nicht, ob ihr es seht, kann man die Burg Schadeneck sehen, auch Schwalbennest genannt. Und oberhalb von Neckarsteinach, also da ein bisschen da in die Richtung rüber, befindet sich noch die Burg, die Mittelburg und die Oberburg. Früher dachte man, das wären alles Burgen der Landschaden von Neckarsteinach gewesen. Deshalb kam die Geschichte auf, ja, das waren verfeindete Brüder, deren Burgen sich entlang des Neckar verteilt haben. Tatsächlich ist es fast eher Zufall, dass sich so nahe Burgen angesiedelt haben. Die älteste Burg ist die Oberburg und später entstanden dann durch andere konkurrentische Vasallen diese Burgen, die dann später aber dann doch in Besitz der Landherren von Neckarsteinach gefallen sind. Weshalb man erst sehr spät erkannt hat, dass die Burgen eben nicht von Anfang an den Landschaden von Neckarsteinach gehört haben. Es gibt lauter solche Orte in Deutschland, die in der Hinsicht faszinierend sind, weil sie Einmaligkeit ausstrahlen und trotzdem touristisch gar nicht so überlaufen. Und ich liebe ja solche Orte. Und wie gesagt, Neckarsteinach ist einer dieser Orte. Und deshalb bin ich heute hier in Neckarsteinach. Ich wollte euch das mal so zeigen und auch diese schöne Lokalität zum Anlass nehmen, nochmal das ein oder andere zu bereden. Irgendwie gewinne ich immer mehr den Eindruck, dass es bei YouTube nur noch darum geht, professionell zu sein. Aber was ist schon Professionalität, wenn es eigentlich ursprünglich hieß, Broadcast yourself? Und im Endeffekt geht es doch darum, anderen Menschen zu zeigen, was so um einen rum passiert, so die eigenen Gedanken, die eigene Welt zu teilen, gerade dieses Vlogging. Viele YouTuber, habe ich den Eindruck, die machen das alles nur noch aufgrund des Kommerzes, weil man damit Geld verdienen kann. Ich habe bis auf den heutigen Tag, obwohl ich die Monetarisierungsfunktion eingestellt habe, keinen einzigen Cent mit YouTube verdient. Und ich würde das auch mein ganzes restliches Leben machen, weil es mir Spaß macht, da Zeit rein zu investieren, Videos zu machen über Themen, die ich interessant finde und gerne mit meinen Mitmenschen teilen würde. Und gerade diese Natürlichkeit, die ich finde, ich an den Tag lege, fehlt mir mittlerweile extrem bei YouTube. Und es soll jetzt sogar so sein, dass innerhalb der nächsten Wochen alle YouTuber, die unter 1000 Abonnenten haben und unter 4000 Stunden Wiedergabezeit im Monat, glaube ich sogar, oder im Jahr, ihre Monetarisierungsfunktion ausgeschaltet kriegen. Aber das Ziel, was damit verfolgt wird, ist ja, wieder mehr Werbepartner zu gewinnen. Aber die YouTuber, die eigentlich die Videos machen, die den Werbepartnern schaden, wo es wirklich um krasse Themen geht, das
sind ja gar nicht die kleinen YouTuber wie ich, sondern eher andere YouTuber, ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Und da finde ich das irgendwie schade, wenn es immer die Kleinen trifft. Aber das ist ein gutes Beispiel für Kapitalismus. Und jetzt, wo ich das Wort gesagt habe, wird das Video wahrscheinlich eh demonetarisiert. Aber das ist mir gerade Schnuppe. Aber das ist halt so im Kapitalismus. Die Kleinen werden unterdrückt. Und die Großen, die eigentlich die große Scheiße machen, die kriegen immer mehr in den Arsch reingeblasen. Und genau aus dem Grunde werde ich mit dem Kanal weitermachen. Egal, ob irgendwas bei mir abgeschaltet wird oder ich nur wenige Zuhörer habe, weil ich der Meinung bin, irgendwie muss man doch an diesem System, diesem unmenschlichen System gegen die Menschenwürde Kritik üben können. Und genau das mache ich hier und dabei zeige ich ebenso schöne Plätze wie hier den Vierbogenblick, reise mit euch weiterhin um die Welt. Wobei das um die Welt klappt noch nicht so, bis jetzt ist es nur durch Deutschland und Frankreich. Aber ich werde noch viel mit euch unternehmen und deshalb freue ich mich über jeden, der meine Videos toll findet und mir einen Daumen nach oben gibt. Und ich freue mich über jeden, der meinen Kanal abonniert und unten auf die Glocke drückt, um keine Videos mehr von mir zu verpassen. Weil das sind meiner Meinung nach Leute, die in irgendeiner Form daran interessiert sind, Teil meiner Welt zu werden oder meiner Community oder was auch immer. Aber ehe ich mich wieder im Kopf und Kragen rede, sage ich noch eine Empfehlung. Kommt mal nach Neckarsteinach und an dieser Stelle sage ich wie immer Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!